Ihr habt euch raue Mengen an Boilies zugelegt und dann stellt ihr bei der Session fest, die sind knochenhart und ihr habt Probleme mit dem Bohrer durchzukommen oder mit dem Spike oder Bajonett, der biegt um, ihr habt keine Chance. Hier die Lösung. Hallo und herzlich willkommen mal wieder bei mir und für alle Neulinge, die mein Gesicht noch nicht kennen. Mein Name ist Michael Schlöge, ich bin 14-facher deutscher Meister im Süßwasserfischen und Europameister sowie 2-facher Vize-Weltmeister. Und wem diese Themen interessieren, der kann gerne den Kanal abonnieren. Und jetzt zum Trick. Boilies, Wafters oder Dumble haben die Eigenschaft, nach einer gewissen Zeit kann man eben nichts machen, auszutrocknen. Und das ist das Problem, die dann später am Bajonett zu hängen oder die Bohrung durchzuführen. Je nach Konsistenz, also bei mir klappt das sehr gut, zeige ich euch jetzt den Trick. Ihr nehmt den Zerstäuber. In dem Zerstäuber habe ich bewusst pH-neutrales Wasser genommen. Also pH-neutral heißt 7 pH-Wert. Man kann auch destilliertes Wasser nehmen. Ich habe Angst, normales Wasser zu nehmen, nicht, dass es dann der Boilie danach riecht oder umkippt. Habe das gefüllt und der Trick ist eigentlich ganz einfach, man öffnet die Klappe, da sind die Boilies drin und zerstäubt jetzt das Ganze ordentlich, macht die Klappe zu, schüttelt und legt das mal eine Stunde weg und dann wird man dann sehen, ich habe die Weißen schon präpariert, der Orangene, der ist noch ziemlich hart und den Weichen habe ich vor einer Stunde präpariert, der ist jetzt wieder wie Gummi. So, und der lässt sich natürlich super draufziehen, man kann auch super bohren. Und meine Frage an euch, kennt ihr diesen Trick? Habt ihr da schon mal mitgearbeitet? Klappt das bei euren Boilies auch? Bei meinen hat es gefunzt. Ich sage wieder Tschüss, bis zum nächsten Film, euer MS.